Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Pax Nova. Ist mit dem absoluten Bucherpreis von 21,99 drinnen bei Steam für ein Unity-Game extrem überteuert. Dann schauen wir mal, was die denken, dass es rechtfertigt, so einen hohen Preis zu verlangen. Oh je, meine. Man sieht jetzt hier schon, die Charaktere sind ja schon hässlich verpixelt. Soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal das erste Terran Republic. Ja, von mir aus. Generiere die Welt, wie du denkst. Interessant, dass ein mittelprächtig Publisher das jetzt unter die Fittiche genommen hat, nämlich Eisberg. Von denen hat der Mann schon länger nichts mehr gehört. Dass sich die jetzt auch schon auf Unity herabschlagen müssen, ist natürlich bitter. Die hatten doch einige ganz gute Strategiespiele dabei. Joa, klassisch für Unity, es lädt und lädt und lädt. Obwohl der CPU sich langweilt. Ein Klassiker. Es hat es doch mal geschafft, na wunderbar. Tutorial gibt es scheinbar keins. Okay. Wir müssten die Leute hinter uns lassen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind bereit, die Crew aus der Kryostasis zu helfen. Wir haben keine Zeit zurückzuschauen oder für die zu berücksichtigen, die wir zurücklassen mussten. Wir schauen nur nach vorne, was es auf uns erwartet. Wissen noch nicht, welche Gefahren uns vorauslauern und was uns auf erwartet. Annäherung auf Zoinus 2. Gut. Aha. Das ist das Tutorial gleich direkt rein ins Feuer. Finde ich an sich nicht so schlecht. Gut. Ist das rundenbasiert? Weiß es nicht, bewegt sich hier nicht mehr. Kann zwar eine Research setzen, dann machen wir das mal. Jetzt einfach mal Technokratie. Es ist rundenbasierend. Es ist nicht live. Wie beende ich die Runde? Ah, hier, Enter. Gut, dann hier wollen wir unsere Stadt bauen. Okay, wir können unsere Stadt jetzt weiter aufbauen, um verschiedenes
abzubauen, erforschen und weiteres. Ich weiß nicht, was es mir hier Sand reden will, weil der Sand redet, das war nur so ein einfaches Blabla. Das war hier überhaupt nichts Spezielles. Bin nicht ganz schlüssig, was es jetzt von mir will. Außer, dass wir die Runde beenden können. Aha, wir haben Einheiten bekommen. War ist der Sand grauselig? Grausamst. Bah. Geht einmal gar nicht klar. So. Aha, wir können hier unsere Erweiterungen dann setzen. Dann tun wir das doch mal. Wir haben noch ein bisschen Geld, dann benutzen wir das auch noch für einen Industriekomplex. Hier ist schon Industrie drauf. Farm. Von mir aus bist du für Farm. Und ein Wissenschaftskomplex. So, das soll jetzt hier eigentlich gebaut werden. Wir beenden den Zug wieder. Aha, die Käfer kommen. Das ist ein Scout, gut. Da es hier verdächtig so aussieht, jetzt wollen die mit uns reden. Bauen wir noch eine militärische Anlage in die Richtung, wo die Käfer kommen. Aha, die verfolgen unseren Jeep. Scheinbar diese zeckenartigen Viecher. Okay, wir haben etwas erfunden. So schnell erforschen können, das ist an sich eh nicht verkehrt. Ja, wir müssen eh das erforschen. Dann gehen wir mal auf den Militärzweig, wenn hier schon die Gegner vor der Tür stehen. Der Sound ist grausam. Er ist einfach furchtbar. Wir haben ein Portal gefunden. Aha, es gibt sowas wie ein Politikmenü. Das hier. Aha, es ist also wie bei Civilization. Es ist eigentlich Civilization.
Banal gesagt, ist das Civilization. So. Nur halt mit Aliens. Okay, wir haben einen neuen gefunden. Wie bei Civilization. So. Handelsabkommen schadet sicher nicht, wenn wir forschen. Aha, unsere Siedlung ist gewachsen, wie es aussieht. Nur leider in die falsche Richtung. Naja, es ist jetzt nicht so schlimm. Ein krankes Kind braucht unsere Aufmerksamkeit. Eine sehr seltene Krankheit. Können wir mit Ether versuchen zu heilen? Können ihm etwas Geld geben? Versuchen wir die Heilung. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, können eh nur Endturn machen. Ha! Schau dir das an. Unser Scout hat sich zu einem Schiff umgemodelt. Wieder ein Jeep. Sagen, geben wir beim Militärbaum weiter runter. Ah, ein Siedler ist entstanden. Jo. Da ich nicht genau weiß. Ah, hier auf diesem Terrain kann nicht gesiedelt werden. Mal, kann man denn sonst hin? Vielleicht nicht das sehr Fruchtbares. Sollen wir hier in der Pfütze drin siedeln?
Probieren wir mal, ob das jetzt eine schlaue Wahl war. Okay, die greifen das Gebäude an. Bräuchten etwas wie einen Panzer. Wir können keinen Panzer bauen. Okay, wieder einen gefunden. Er ist kaputt. Wie bekommen wir Einheiten? Also das Tutorial ist wirklich kacke. Man bräuchte hier wesentlich mal irgendwie eine Beschreibung, was hier überhaupt los ist. Und man sieht hier diese wunderschönen Statistiken. Wobei eine Fraktion offensichtlich schon viel weiter ist wie wir. Und gehen halt hier durch. Natürlich auch cool, weil hier hört man irgendwie im Hintergrund Automatgeräusche. Und hier sagt es bereits dann nicht nur, dass ich kein Geld habe, sondern auch keine Einheiten. Wir haben nicht mal Einwohner. Also, wo kommt der Lärm her? Die machen mir hier irgendwie Kirre, diese Käfer. Das Geräusch ist einfach nur ätzend. Natürlich auch cool, dass sich die Türme selbst beschießen.
So. Natürlich blöd hier unten. Wenn wir es Richtung Gegner bauen, wird er wahrscheinlich nicht so überzeugt von uns sein. Das heißt, es ist mir aber auch ziemlich wurscht, was der von uns hält. Setzt man ihn hier rüber. Bei Technologie sollte man eigentlich ziemlich stark sein. Ja, sind wir. Aber wir haben keine Kampfkraft. Gar keine. Also das Tutorial ist richtig scheiße. Das bringt gar nichts. Also man hat hier überhaupt gar kein Gefühl für was es hier irgendwie sein sollte, was es macht. Puh. Wie ich an Einheiten komme, weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keines dieser Gebäude, scheint irgendeine Funktion zu haben. Man kann sie zwar anklicken und upgraden. Aber das war's auch schon halbwegs. Ansonsten forscht man halt hier vor sich hin. Ja, wieder was erforscht und ja. Wir haben die maximale Limit erreicht. Nicht mehr als zwei Städte. Was ist denn das für eine Kacke? Also wir forschen jetzt hier vor uns hin für nix und wieder nix. Können keine Städte mehr bauen. Was machen wir hier dann noch? Sollen wir jetzt hier irgendwie warten, dass wir irgendwann ein Gebäude bekommen, das vielleicht... Okay, wir können Artefakte. Das ist einfach nur schwach.
kann man gar nichts machen. Jetzt fangen die Handlungen an, also die Handelsaktionen, das war das gleiche wie bei Civilization. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Also ich weiß nicht, wie ich an Einheiten komme. Meine, wir können die hier zwar schön zusammen basteln, aber wie baue ich sie? Steht hier nirgendwo. Jetzt echt zwei auch noch. Also logisch ist hier gar nichts. Ah, Militärdistrikt. Dann baut militärische Einheiten. Na, ist irgendwie auch logisch.
Uns hat jemand den Krieg erklärt. Ich möchte mich erinnere, dasselbe Problem wie bei Civilization. Ja, wenn wir nicht genug Macht haben. Dem Fall war es bei Civilization heißt es halt Militärstärke, hier heißt es Macht. Naja. Habe ich das vorher nicht gesehen? So. Naja. Und ich habe keine Leute. Warum habe ich keine Leute? Es ist alles so dermaßen undurchschaubar hier. Furchtbar. Ja, was soll ich mit diesem Männchen machen? Was will es? Tausende. Ja, und wie weise ich da einen zu? Also wir haben vier Leute. Das ist nicht besetzt. Warum ist es nicht besetzt? Und wie kann ich das ändern? Gar nichts kann ich hier ändern. Also im Endeffekt muss ich sagen, das Ding kann echt mal einfach in die Tonne wandern. Dann auch noch, was haben Sie euch ins Hirn geschissen mit 20 Euro plus? Also das ist ja nie hin und vor nicht wert. Lieber Civilization kaufen, da habt ihr wesentlich mehr davon, weil hier, das ist einfach nur ein billig Civilization-Abklatsch. Es sieht zwar irgendwie aus wie Civilization, aber es spielt sich definitiv nicht so. Es ist einfach nur billig, dämlich und hier, also total sinnfrei. Ich habe hier keinerlei Aktionen, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Es gibt auch keinerlei Informationen. Das Tutorial ist schlicht und ergreifend für ein Poppes. Also schmeißt das weg, vergesst das. Pax Nova, nein, danke. Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.